Du erzielst die besten Ergebnisse mit Meal Prep wie mit unserer Suppe. 375 Kalorien und 24 Gramm Protein. Hallo ihr Lieben, heute machen wir mit euch Meal Prep. Das heißt, eine Suppe, die euch mehrere Tage reicht. Mit dem Vorkochen spart ihr Zeit, Geld und ihr kommt nicht von eurem Weg ab. Durch unkontrolliertes Hineinstopfen von Essen oder ständiges Snacken alle paar Minuten. Für die leckere Suppe brauchen wir eine halbe Selleriewurzel, drei mittlere Karotten, eine große Petersilienwurzel, einen mittleren Kürbis, ein wenig Kresse, ein Bund Petersilie, einen halben Liter Kokosnussmilch, wir benutzen 9% Fett, 2 Cups Kichererbsen, 2 Cups rote Linsen und Hanfsamen. So, jetzt schälen wir alles. Den Kürbis halbieren wir, dazu braucht ihr aber ein richtig gutes Messer. Dann benutze ich einen Löffel, um die Samen rauszukratzen. Lass uns alles klein hacken. Den gechoppten Kürbis legen wir auf einen Extrateller. Die geschnittenen Karotten, Petersilienwurzel und den Sellerie legen wir auf einen anderen Teller. In einem großen Topf erhitze ich einen Teelöffel Kokosfett. Sobald das Kokosfett geschmolzen ist, geben wir den geschnittenen Kürbis hinzu und rösten ihn an. Wow, unglaublich, wie das duftet! Während der Kürbis brät, waschen wir unsere roten Linsen. Die müssen mindestens dreimal gespült werden, um den Schmutz und Staub abzuwaschen. Nach 5 Minuten geben wir 2 Liter Wasser und 2 Esslöffel von der leckeren Gemüsebrühe und die Linsen dazu. Jetzt muss das zum Kochen gebracht werden. Wenn es anfängt zu kochen, macht euren Herd auf eine niedrigere Stufe und lasst es ungefähr 5 Minuten köcheln. Danach geben wir einen halben Liter Kokosmilch dazu. Und jetzt werden wir uns ein bisschen mit den leckeren Gewürzen austoben. 2 Teelöffel Himalaya-Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und dann jeweils 1 Teelöffel Zimt, Currypulver, Ingwerpulver und Agavendicksaft. Als letztes geben wir unsere Gemüse und Kichererbsen dazu. Das Gemüse wird nur 2 Minuten mitgekocht, damit die Vitamine erhalten bleiben. So, jetzt nehmen wir den Topf vom Herd. Und dann pürieren wir das Ganze. Zum Schluss geben wir frisch gehackte Petersilie dazu. Lecker! Und jetzt füllen wir unsere Suppe in Vorratsgefäße. 4 Portionen könnt ihr einfrieren und die anderen 3 im Kühlschrank aufbewahren für die ersten 3 Tage. Jetzt gebt ihr noch ein bisschen Kresse auf jede Suppe. Wisst ihr, die ist sehr gesund und verleiht der Suppe eine spezielle Note. Einen Teelöffel Hanfsamen noch auf jede Suppe. Diese kleinen Körnchen sind unglaublich reich an vielen Aminosäuren und ungesättigten Fettsäuren. Das ist sehr wichtig, um gesund zu bleiben und in Form zu kommen oder abzunehmen. Ihr habt die beste, leckerste Suppe, reich an Proteinen und lecker cremig. Das ist perfekt bei kaltem Wetter. Wir hoffen echt, ihr probiert sie mal aus. Wenn ihr das tut, dann schickt uns bitte ein Foto auf Facebook oder Instagram. Wir sind nämlich gespannt, was ihr Leckeres in eurer Küche zaubert.
geht sicher und abonniert uns, denn wir haben viele leckere Sachen auf unserer YouTube-Seite.